Herzlich willkommen, meine Pyros, zu einem neuen Review. Heute die Funke Rauchgeschwader. Denn quasi Wirbel mit einem Rauchspurenaufstieg. Das ist quasi wie ein Rauchball, der nach oben fliegt. Mit Wirbel. Schnell mal wählen wir auf. Zack. Na, zack. 4 Stück pro Packung haben wir jetzt bei Pyro in Germany im Shop verkauft. Unten jetzt eingeblendet der Code. Um nochmal 3% auf eure ganze Bestellung zu sparen. So schauen die Teile aus. Erinnert mich so wie die, so ein bisschen an die UFO 45 von Dumbum. So, sieht irgendwie komisch aus, so zusammengefasst mit dem Plastik, aber ich bin auf jeden Fall jetzt gespannt. Ich denke, dass die so hoch fliegen werden und dann. Ja, eigentlich wäre es wie so vögelmäßig, wa? Ja, dass irgendwo. Hä? 2 Zündschnuren? Die haben 2 Zündschnuren, oder was? Na komm, Cutter. Ja, hier ist so eine Lampe. Aber bestimmt einmal für den Rauch und bestimmt einmal für den Ja, das kann quasi sein. Crazy. Okay, das hatte ich auch noch nicht gesehen mit 2 Zündschnuren. Aber die Sache, die auch noch interessant ist, von Explode gibt es ja auch quasi das gleiche Produkt, nur da sollen sie nicht immer funktionieren. Deswegen schauen wir nochmal, ob es bei Funke alles so glatt läuft. Ja, deswegen viel Spaß mit dem Video. So, wir sind jetzt draußen mit den Rauchgeschwadern an Silvester und jetzt zünden wir mal zur Einläuterung. Hatten wir noch nicht, mal gucken. Wir sind hier nicht allein. Boah, also da kommt echt wenig drauf, ich hab erwartet. Aber es ist vielleicht mal ein bisschen weiter nach. Da haben wir es besser drauf. Ja, der erste konnte ich so ganz überzeugen, wa? Ja, ein bisschen. Aber ich glaub, der ganze Ohr ist ja unten dann rausgegangen, jetzt unten. Ja. Aber hier klappt ganz schön gut die Boden. Also bis jetzt war der rote gleich. Viel Rauch jetzt nicht, oder? Ja, ich habe auch mehr Rauch erwartet, muss ich sagen. Mal schauen, und der letzte. Ah, ja, hallo. Ja, schon ein bisschen besser. Naja. Und da kam er runter. Sind ganz okay, aber könnte ein bisschen mehr raus sein. Und damit lasst ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.